Herr Schernikau, die Jugend, heißt es immer, ist die Zukunft des Landes. Nun lese ich in Ihrer Kleinstadtnovelle einen Satz, der lautet: Wichtig ist, dass Sie dir beibringen, es gibt keine Alternative zum Nichtstun. Was heißt das? Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die Erfahrung einer Stimmung. Ich bin bis vor einem Vierteljahr zur Schule gegangen und warum keine Arbeit stattgefunden hat, auf keinem Gebiet, war die Erfahrung, dass nichts wirklich irgendwo anstieß. Dass die vielen Nischen und Freiräume, die man bekam, man bekam frei, um Schülermitverwaltung zu machen, man durfte Schülersprecher wählen, ganze Tage fielen aus für irgendwelche Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen. Und nichts, was passierte, rührte wirklich auch nur an irgendeinem Selbstbewusstsein, irgendeines Vertreters, der Lehrer oder dessen, was man als oben ansah. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die sich im Großen wiederholt. Ich finde, den Prozess, den Sie beschrieben haben, ich würde diesen Prozess genauso beschreiben. Von der Auseinandersetzung um Sachen, von den Kriegen, von den Auseinandersetzungen zwischen Leuten mit unterschiedlichen Auffassungen von Herrschaft und was weiß ich, hin zu einem Krieg zwischen Wörtern, der ausgeführt wird, als handle es sich um einen Krieg zwischen Sachen. Wenn Strauss sagt Freiheit statt Sozialismus, dann unterstellt er ja, dass Helmut Schmidt, über den brauchen wir im Zusammenhang von Sozialismus gar nicht zu reden, aber selbst Willy Brandt den Sozialismus will. Und dazu muss ich eine Geschichte erzählen. Ich habe jetzt am Wochenende ein Seminar für die Uni vorbereitet, an der ich in 2 Wochen studieren werde. Wie ist es? Die Freie Uni in Berlin. Ein Seminar über Homosexualität, und es waren 7 Schwule anwesend, die haben Sonntagabend Wahlkampf geguckt natürlich. 4 hatten nicht gewählt, einer hatte DKP gewählt, einer Grüne und einer SPD. Und wir haben angesehen, wie Herr Strauß lächerlich genug da saß und verloren hatte. Man konnte die Physiognomie angucken und sich amüsieren. Der Witz war, dass sich alle auch über die anderen amüsierten, dass alle alles wahrnahmen als Kasper-Theater, als Auseinandersetzung zwischen Gleichen, die so tun, als seien sie ungleich. Und als Herr Strauß Willy Brandt vorwarf, Willy Brandt war der, der vorgeschickt wurde, auch eine Art von Wahlversprechen, als Strauß Brandt vorwarf, nicht wahr, er wolle ja den Sozialismus, sagte der in einer ganz erschütternden und mich sehr bewegenden Sicherheit: Herr Schmidt will die soziale Revolution nicht und er wird sie nicht machen. Und ich lachte einmal höhnisch auf, sah in die Runde und nichts bewegte sich bei den Leuten, die mit mir saßen. Sie alle waren es gewöhnt. Sie alle wussten, dass sich nichts bewegen würde und dass niemand, zwischen denen sie zu wählen hatte, auch irgendetwas bewegen wollte. Und das ist ihre Vorstellung. Ja. Entschuldigen Sie, ich will nur kurz, ich bin am Ende. Das heißt, ich bin nicht am Ende. Was Herr Engelmann sagte nicht, das ist die Vision von 1984. Die scheinbare Bewegung und das Empfinden bei den Leuten, es bewegt sich nichts, ich kann machen, was ich will. Niemand hat nach diesen Worten auch irgendetwas bei sich verändert. Es war sowieso klar. Sie hatten es vielleicht in dieser Deutlichkeit nicht gehört. Sie haben es fast gar nicht wahrgenommen, dass es in dieser Deutlichkeit mal gesagt wurde. Alle sahen weiter auf die Physiognomien und amüsierten sich und nichts passierte. Aber zum einen natürlich das Sehen von Unterschieden und, also die waren sicher alle gegen Strauß, ja. Also da war niemand, der sagte, also ich finde Strauß ganz okay. War niemand. Ich kenne auch eigentlich niemanden. Ich kenne vielleicht die falschen Leute, Herr Mohler. Was wichtig ist, ist dieses Phänomen, einerseits es verändert sich nichts und andererseits dieses sich zufrieden geben. Ich kann einen Schwulen 2 Tage nach einem Saunabesuch nicht auf Freiheit ansprechen, weil er sagt, ich habe ja alles. Ich kann ficken, mit wem ich will, was will ich mehr? Gell, das sind Sachen, die liegen ganz nah beieinander. Die Unzufriedenheit, die totale Unzufriedenheit und die totale Zufriedenheit. Beides ist so dumm wie das andere. Entschuldigen Sie. Und das heißt, da heißt's: Wozu dich die Schule erzieht, wenn schon alles scheiße ist, dann aber auch totale Flucht aus allem. Bloß keine Anpassung, Gegenwehr ist Kackmist, zum Scheitern verurteilt, lohnt nicht. Flasche Bier ist besser oder ein Joint.
Lesen Sie mal die Begebenheit danach vor, direkt anschließend. Und einen, der sich gerade einen reinzieht und dem es von der Jacke lacht, Atomkraft, nein danke, lächelt B an und sagt, wenn wir nur genug rauchen, hören die schon auf mit ihren AKWs. Der Typ lächelt zurück. Richtig. Sehr oft zitiert, deshalb kann ich es auswendig. Ja. Nun, aber die Frage, Anpassung ist scheiße, Gegenwehr ist scheiße, Flucht bleibt übrig, ist das nicht eigentlich ein wahnsinnig gefährlicher Satz? Ja, eben. Aber er wird ja vorgeführt, es wird ja gesagt, das ist das, wozu dich die Schule erzieht. Das ist das, ja, was sie brauchen kann. Wenn ich recht verstanden habe, ist bei Ihrem Buch ja genau das passiert, dass viele, die dieser Ansicht sind, diesen Satz als Legitimation für ihre eigene Flucht genommen haben und gesagt haben, da sitzt einer, der Herr Schernikow, der hat die Kleinstadtnovelle geschrieben. Danke. Und ja, und das ist es, der weiß endlich, was mich bewegt. Und das halte ich eigentlich für gefährlich. Ja, verstehen Sie, es wird etwas in Leert, einer Kleinstadt in der Nähe von Hannover. Das ist ja das Tolle, dass die Leute noch das Absurdeste hinzunehmen bereit sind, nicht wahr? Wenn wir nur genug rauchen, also Shit oder was weiß ich was, dann hören die schon auf mit ihren AKWs. Ein völlig absurder Gedankenschritt, den wirklich, ich will mich auf nichts berufen, aber den wirklich Leute so gelesen haben, ja. Und sich identifiziert haben. Sich identifiziert haben. Joint gegen AKWs. Es ist völlig absurd, nicht wahr? Ja. Das ist eine Haltung, die wirklich passt. Das ist eine Haltung, die produziert wird, natürlich von niemandem geplant, nicht wahr? Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Das ist vielleicht das, was Sie mit Computersprache meinen und so, dass man sowas vielleicht irgendwann mal planen kann. Was erzeugt was, gell? So genau wissen wir es nun zum Glück noch nicht. Daher sind Herrschaftsstrategien, aber sie werden immer möglicher. Aber es ist eine Haltung, die absolut erwünscht ist. Wo die Lehrer, wenn jemand sagt, es hat alles keinen Zweck, nicht wahr? Das stört niemanden. Aber wenn man versucht, in Geschichte nachzufragen, nicht? Aufgrund von Engelmann-Büchern zum Beispiel, da sind dann die Widerstände. Aber wenn so eine Haltung vom Schüler kommt, naja, es hat alles keinen Zweck, da zuckt der Lehrer mit den Schultern.